Das ist ja dummer Anfang immer. So, Leute, willkommen zum nächsten Kampf. Gruppe C, Mimi 92, Kumi in der linken Ecke und in der rechten Ecke 25, Alter 25, alias also Ray! Bowser, der übrigens auch Kommentator ist, und zwar Sushimaru und... Alligator Z24! Genau, und wir kommentieren diesen Kampf hier, diesen unglaublich spannenden Kampf, der jetzt los geht's. Alligator! Und Pikachu hat schon 8%, oh mein Gott. Ist einfach hinter wegduckt. Hast du gerade Hadouken gesagt? Nein, ich wollte deinen Namen japanisch aussprechen. Ach so. Raccoon Doll! Raccoon Doll! Schick! Gegen? Aber ich glaube, Mimi 92 Kumi hat ja auch so japanische Makros, oder? Deswegen passt es. Pikachu! Faka! Sag doch. 25, 1, 1, 25 gegen Mimi 92 Kumi! Fight! Round 1! Ich glaube, die Technik von Pikachu wird bei Ice Ice nicht funktionieren und die Leute wissen sowieso nicht, was ich meine, weil das kann genauso gut sein, dass erst dieser Kampf gezeigt wird und dann der andere. Richtig, aber deswegen. Aber wenn ihr keine Ahnung habt, dann werdet ihr den Kampf noch sehen und dann werdet ihr nochmal dieses Video hier angucken, damit der lieber Sui mehr Klicks hat, ne? Auf jeden Fall. So, aber Pikachu hat nur 125, ich korrigiere, oh, 137, 138 und tot. Ich wage mich noch weit aus dem Fenster zu lehnen. Ich weiß, es ist noch ein bisschen früh für eine Entscheidung, aber das riecht Ray. Schon wieder nach Dreistock. Dreistock, sagst du? Riecht ich okay, ganz arg danach. Ich merke diesen siffigen Geschmack in meiner Nase. Geschmack vor allem. Ja. Ich kennst meine, Mimi 92 Kumi ist eine gute Spielerin, aber Ray ist dann doch meiner Meinung nach ein Ticken besser, deswegen wird es sehr schwer für sie werden, ihm ein Leben abzuziehen, geschweige denn ihn zu besiegen. Sag doch, das wird knapp, weil meiner Meinung nach hat sich Ray auch mittlerweile schon zum Favoriten der Gruppe C hervorgekämpft, wie das ja aussieht. Ja, definitiv. Und Pikachu ist schon wieder am Sterben. Ja, kaum eine Chance dagegen. Das war nicht schlecht, das war echt nicht schlecht. Am Anfang war das schon mal, das hast du nicht gesehen, hat sich Sheik einfach geduckt. Ja. Aber immerhin macht sie ihm jetzt schon mal mehr Schaden. Als? Ja. Als weil mit ihrem ersten Leben, wollte ich sagen. Okay. Ach, ja. Gut, ich wage auch zu behaupten, dass es ein Dreistock sein wird. Der gute... Ich wollte gerade sagen, na? Trifft das noch? Ich meine, ich kann ja sagen, doch, im letzten Moment wird Mimi 92 Kumi diesen Kampf gewinnen, aber ich bin auch ein kleiner Realist. Ja, das sieht momentan definitiv nicht sehr gut für die gute Mimi aus. Ja. Dafür umso besser für den guten Ray. Oder sie macht das wie in den Animes, wo die Helden kurz vorm Sterben sind und auf einmal, wow, wo kommt diese Kraft her, wow, und auf einmal schaffen sie es doch. Alle drei Leben abzuziehen. Das stimmt sogar. Ich erinnere mich gerade wieder an den Kampf. Ach, da gab es einen. Nein, oder? Doch, doch. ich weiß es nicht. Doch, glaub schon. Da gab es ein paar sehr, also es gibt viele spannende Sachen. Und, oh, wow! Wow, jetzt bin ich aber echt beeindruckt. Das ist, ja, das ist genau das, was ich meinte. Nochmal an die Hoffnung glauben und dann alles nochmal raushauen. Das passt ja auch zu Mimi 92 Kumi, denn soweit ich weiß, ist sie auch Anime-Fan und hat auch japanische Makros und hält sich und stirbt. Oh, Jetzt geht er ab. Ich glaube, es hat ihn wütend gemacht, dass man ihn ein Leben hat. So, Leute! Ich glaube, es hat ihn wütend gemacht, dass er ein Leben verloren hat. Ja. Verdammte Scheiße! Jetzt kommen irgendwelche Insider-Sprüche von Sui. Ich erinnere mich wieder an diese Makros. So, zwei kleine knuffige Gestalten kämpfen gegeneinander. Kämpfen auf einer knuffigen Welt. Genau. Oh, er hat den B-Knopf gefunden. Eigentlich müsste die Attacke ja nicht sehr effektiv sein. Dürfte eigentlich kaum Prozent machen, ne? Es ist sehr schlecht gemacht von dem Spiel, muss ich mal sagen jetzt. Ja. Da muss ich echt mal Kritik abgeben. Ja. Nintendo, wenn ihr das hört, das hättet ihr besser machen können. Vor drei Jahren. Echt mal. Oder vor vier Jahren. Je nachdem, wann ihr angefangen habt. Ich glaube sogar vor 5 Jahren. Die Attacken von Kirby einfach reinknüppeln, schon wieder. Die Smash-Attacken. Ja. Ich finde, Kirby ist ein unglaublich starker Charakter. Ich spiele auch unglaublich gerne mit Kirby, auch immer in dieser Farbe übrigens. Wobei ich sagen muss, dass er im ersten Teil so um einiges stärker ist. Im ersten Teil ist er sogar Gott hier. Quasi. Komisch, oder? Der Smash-Entwickler ist der Kirby-Entwickler. Ja.
Und ich meine, Meta Knight ist der Beste. Kirby war der Beste. Und im Subraum-Emissär sind die Kirby-Charaktere die Helden. Also die wirklich, die eigentlich das alles erst möglich gemacht haben. Ja, genau. Außer Meta Knight. Aber jedenfalls TDD. Ich meine, was erwartest du? Ich meine, hey! Hat sie schon ein Leben verloren? Ja, ne? Ich erkenne das gerade nicht so wirklich. Doch, ich erkenne das. Ja, genau. Eine kleine Entschuldigung, Leute, wir gucken auf 240p. Ja. Und damit habe ich gerade bestätigt, dass das Video irgendwo auf nicht gelistet auf YouTube ist. Richtig. Das heißt, ihr könnt jetzt 1000 Link-Kombinationen eingeben für YouTube, bis ihr das Video irgendwann gefunden habt. Richtig, es gibt irgendwo einen Kanal, der diese Videos alle hochgeladen hat. Wir müssen erst den Kanal finden und dann müsst ihr noch den Watch-Link finden. Genau. Ich kann euch den Anfangsbuchstaben sagen, M. Vielleicht hilft euch das. Watch Fragezeichen V gleich M und die anderen Zahlen und Buchstaben müsst ihr erraten. Der Kanal fängt an mit dem hier. Ich meine mit dem, mit D. Dem hier? Huch! Huch! Er hat immer noch die V-Power von Pikachu, sehe genau, ich auch. Genau, du. Ach, wie geil. Ob sie es trotzdem immer schafft, ihn noch ein Leben abzuziehen, denn nicht gut, ich denke, man merkt hier schon klare kämpferische Differenzen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt schon einige Kämpfe von Ray gesehen und er ist echt ein super, 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 super starker Spieler, meiner Meinung nach. Ja. Und tschüss. Wenn er nicht an seinem Kampfgeist verliert, denke ich auch, wie gesagt, also Gruppe C sollte er, also was heißt sollte, ich glaube, hat er schon sicher. Und Pikachu hat nur noch ein Leben. Ich sag ja, vielleicht schafft und tschüss. Gut, das heißt, er hat ein bisschen Fail, aber ich glaube auch so hätte Ray gewonnen. Und wir kommen zu dem nächsten. Oh. Ein neuer Charakter erblickt das Licht der Welt, wobei wir es nicht wissen, eigentlich. Mhm. Wolf! Das erste Mal in Gruppe C auf jeden Fall dabei. So viel kann ich ja schon mal sagen. Auch ein Charakter, mit dem ich sehr gerne spiele. Hat bei mir damals Ewigkeiten gebraucht, bis ich den freigeschaltet habe. Ich weiß gar nicht, wie das ging. Ich glaube, der war der letzte, den ich freigeschaltet habe. Der letzte, den ich freigeschaltet habe, war übrigens Pummeluff. Irgendwie wusste ich, dass du das sagst. Und tschüss. Gut. Barker. Das habe ich auch gedacht. Jetzt beginnt die Aufholjagd. Jo. Das war etwas und das ist auch das, was ich am schlimmsten am Wolf finde. Die Rettung von dem ist echt beschissen. Das kann man laut sagen. Vor allem in so einer Stage wie Final Destination. Ach, aber ich finde es echt interessant, dass Wolf ja schon ein Leben verloren hat. Das kann so einiges ändern, kann man sagen. Das wird seine mentale Stärke brechen. Ja. Nee, im Ernst. Mini Ikumi ist echt so ein typischer Anime-Held, die dann im letzten Augenblick nochmal sich zusammenreißt und dann nochmal aufsteht, obwohl sie zu 90% tot ist und dann. Ah, jetzt komme ich. Nein, gerade ist sie zu 92% tot und gestorben. Du hast gerade echt Scheiße erzählt. Hatte sie gerade ernsthaft 92%? Ja. Aber sie war ja nicht zu 92% tot. Das stimmt, sie war nur zu 92% am kaputt. Leben irgendwie. Oh, die Taktik wieder. Ach, schade. Wow, Slow-Motion-Attacke. Wolf hat unglaublich gemeine Smash-Attacken, finde ich. Vor allem die seitliche, weil die einfach eine riesen Reichweite hat. Mit Wolf, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich gar nicht so wirklich beschäftigt. Wie gesagt, ich habe eine Zeit lang sehr gerne Wolf gespielt. Ich sag schon Wolf. Ich fand Fox immer viel interessanter als Wolf. Echt? Ja, muss ich Fox sagen. Fox und Falco waren immer so zwei Charaktere. Oh gut, Falco im Elen ein bisschen, aber nein, richtig. Fox und Falco sind so Charaktere, mit denen habe ich mich nie wirklich viel befasst. Ja, im Melee hab ich ja, war Falco ja mein Main und ich hab alles. Bester Falco Deutschlands! Ja, Mann! Nee, also Falco los. Wurde verdammt, extrem abgeschwächt. Weil die ganzen Kombos. Er ist immer noch stark, aber die ganzen Kombos, die ganzen Pros im Melee ausgeführt haben, bei Fox und bei Falco und auch bei anderen Charakteren, konnte man dann nicht mehr durchführen in Brawl, weil es gibt da Kombinationen, da benötigst du Wave Dash, da benötigst du die Aerial Dash Combos, alles Mögliche und das kannst du im Brawl alles nicht ausführen, weil alles entfernt wurde. Man hat jetzt nur noch so einen Fake Wave Dash.
Was ich aber nicht unbedingt schlimm finde, weil Nintendo wollte das ja nicht. Eine Menge neuer Sachen. Ja. Ich meine, man findet immer was heraus. Genau. Aber das war natürlich echt ein komisches Gefühl, dann in Brawl mit Falco zu spielen. Das war komplett anders. Was habt ihr denn aus mit dem Main Falco gemacht, habe ich dann in dem Moment gedacht. Okay. Das geht schnell. Ich wollte gerade noch was sagen, verdammt. Okay, Leute. 3-0 für Ray gegen Mimi. Im nächsten Kampf. Sehen wir uns. Ciao.